Aureus-Botschafter Hermann Mayer haben wir hier. Herr Mayer, wie war Ihre eigene Jugend? Ich nehme an, nicht so wie die der vielen, die Unterstützung durch die Aureus-Stiftung erfahren. Ja, sicherlich. Sagen wir mal, im Vergleich jetzt zu den Kindern, was die Laureus-Stiftung unterstützt, ist auf alle Fälle ein großer Unterschied. Es ist zwar so leicht gemacht worden, ist mir jetzt auch nicht in meinen jungen Jahren, was das anbelangt, dass man nach oben kommt, sportlich gesehen, aber natürlich ist das ein Klacks oder gar nichts in dem Sinne, was diesen Kindern widerfahren ist. Und darum kann man sich sehr glücklich schätzen, wo man in der Lage ist, aus von eigenen Beinen aus natürlich nach oben zu kommen und ohne große Unterstützung. Und von dem her ist eben genau diese Laureus-Stiftung gedacht, eben diese Unterstützung zu haben und auch Freude in das Leben zu bringen, was oft vielleicht nicht immer das Schönste ist. Welches waren denn die Probleme, mit denen Sie zu kämpfen hatten in Ihrer Jugend? Durch das, dass wir nicht unbedingt die betuchteste Familie waren, ist nicht immer leicht gefallen beim Skifahren, wo es ja durchaus auch aufs Material drauf ankommt, immer wieder das beste Material zu kriegen. Und Gott sei Dank sind wir halt immer wieder unterstützt worden von den Skigebieten und so weiter, die Jugend zu fördern. Und das hat uns natürlich schon unterstützt. Aber wie immer hat man halt immer wieder so seine Querelen und teilweise fällt es dann wen leichter, teilweise war es schwerer. Aber ich glaube, es hat sich sicherlich geändert jetzt in dieser Zeit gegenüber früher. Früher war es sicherlich noch einfacher, glaube ich, mit diesem Konkurrenzkampf nach oben zu kommen. Dazu hatten Sie auch gesundheitliche Probleme, Wachstumsbeschwerden, nennen wir es mal so, Morbus Osgood-Schlatter, ja. Ne? Und sind dadurch spät entdeckt worden. Das ist ja auch eine ganz interessante Geschichte, wie Sie dann wirklich in den Leistungssport gekommen sind. Ja, sicherlich. Das war eine große Beeinträchtigung, natürlich im Alter ungefähr von 14 Jahren. Von 14 bis 17 hat sich das, 13 bis 17 hat sich das so dahingezogen. Man hat vorher gar nicht gewusst, was ist das ganz genau. Ich habe dann meine Schule aufgeben müssen, weil einfach solche Schmerzen vorhanden waren. Und im Skisport ist natürlich das große Problem, wenn man jetzt einen Slalom anschaut oder so, die Kippstangen kommen dann direkt drauf zu, schlagen immer zum Schienbeinen oder zu den Knie. Und es war eigentlich fast unmöglich, jetzt mit dem Sport natürlich weiterzumachen. Ich habe auch dann das kurz einmal beenden müssen. Und habe mich dann halt relativ mühselig wieder zurückgearbeitet. Aber wie das Wichtigste halt ist, man braucht teilweise Geduld. Aber Geduld ist halt im Sport oft sehr schwierig, weil man dann meistens weg vom Fenster ist und nicht mehr die Möglichkeit kriegt, eigentlich vorne mitzufahren natürlich. Naja, danach sind Sie kometenmäßig durchgestartet, kann man sagen. Sie betreuen mit Ihrem Bruder, mit der Skischule, Hermann Mayer Skischule, ein Projekt. Vielleicht sagen Sie da noch kurz ein paar Worte dazu. Ja, dieses Projekt geht jetzt hauptsächlich einmal von Salzburg aus. Also wir probieren alle Salzburger wieder Kinder zum Skifahren zu bringen, dass sie einfach die Möglichkeit bekommen, das Ganze leistbar zu machen. Da sind dabei Skischule, dann die Bergbahnen und ein paar Skifirmen, einfach, dass die Kinder wirklich unterstützt werden und ein Minimum an Geldaufwand dafür aufgewendet werden muss. Und das ist uns und mir persönlich ein großes Anliegen, dass man da mal schaut, dass die ersten Schritte gesetzt werden. Das heißt einmal zwei Tage und da sind einmal die Grundbegriffe erklärt. Die meisten können dann schon so weit Skifahren und dann kommt es natürlich darauf an, die Begeisterung müsste geweckt sein, einfach dann weiterzumachen, aber einfach einmal mit leistbaren Mitteln das zu ermöglichen. Ein schönes Projekt. Dabei wünschen wir viel Erfolg, wie auch weiterhin bei der Laureus-Arbeit. Vielen Dank, Herr Mayer. Danke. Danke sehr.